Die großen Märchen unserer Zeit. Schlösser, Luxus und die wahre Liebe? Ein Leben für die Krone. Nicht immer mit Happy End. Braut für den König. Traum oder Albtraum? Auf einmal Prinzessin. Jetzt in ZDF History mit Guido Knopf. Willkommen, liebe Zuschauer. Nun sind sie endlich ehelich vereint. Kate Middleton und William Windsor. Wochenlanges Hochzeitsfieber hat ein Ende. Und man kann jetzt nur noch alles Gute wünschen für die hoffentlich harmonische, vertrauensvolle Zukunft. Und das tun wir. Immerhin hat ja das Brautpaar lang genug geübt. Als frisch gebackene Prinzessin kann die schöne Kate aus dem Erfahrungsschatz so mancher Dame der Geschichte Lehren ziehen. Wir wissen nicht, ob beide Turteltauben heute Abend History empfangen können. Falls das überraschend irgendwie der Fall sein sollte, gibt es nunmehr aufschlussreiche Beispiele aus aller Herren Länder. Plötzlich Prinzessin. Für manche ein Aufbruch ins Glück. Für andere ins Verderben. Unsere erste Prinzessin hat den weitesten Weg zum Glück hinter sich. Einmal rund um den Globus. Kopenhagen, Januar 2011. Mary von Dänemark und Kronprinz Frederik beim ersten Auftritt mit ihren neugeborenen Zwillingen, einem Jungen und einem Mädchen. Nummer 3 und 4, denn 2 Kinder hat das Paar bereits. Wenig später die erste Home-Story der royalen Zwillinge. Ein Geschenk ans dänische Volk. Diese öffentlich inszenierte Privatheit gehört einfach zum Königsjob dazu. Und wenn Mary und Frederick ihre Kinder zeigen, ist es eben Teil, diese Privatheit zu inszenieren. Das ist auch vollkommen legitim, das erwartet das Volk von ihnen. Und erst recht die Medien. Für die ist Mary ein Glücksfall. Wir hätten keine bessere Kronprinzessin bekommen können. Ich finde, sie ist einfach fantastisch. Wirklich, fantastisch. Dabei hatte die Australierin einmal ganz andere Pläne. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal Prinzessin werden wollte. Ich wollte Tierärztin werden. Down Under. 20.000 Kilometer von Dänemark entfernt, am anderen Ende der Welt. Sydney. Hier arbeitete die bürgerliche Mary Donaldson als Werbefachfrau. Ihr Ex-Chef schwärmt noch heute von ihr. She was young, beautiful, adventurous. Sie war jung, hübsch, abenteuerlustig, ruhig, aber sehr zielstrebig. Und wissbegierig, mit viel Selbstbewusstsein. Und sie war entschlossen, einmal etwas Besonderes zu tun. Aber was das sein sollte, das konnte keiner ahnen. Im Jahr 2000 ist Sydney Mittelpunkt der Welt. Olympia ruft und alle kommen. Prinz Frederik spürt noch immer den Zauber jener Tage. Was für ein unglaublicher Zufall, dass wir uns dort trafen, während der Olympischen Spiele. Ganz Sydney schäumte über vor Begeisterung. Diese fantastische Stimmung. Abends geht der Prinz feiern ins Slip-In, die angesagteste Bar der Stadt. Hier begegnet er Mary. Als wir uns das erste Mal trafen, hatte ich keine Ahnung, dass er der Kronprinz von Dänemark ist. Dann fragte mich jemand, weißt du überhaupt, was das für Leute sind? Ich sagte nein und dann kam es raus. Doch Mary will nichts überstürzen. Sie ahnt, dass ein Leben an der Seite Frederiks ihr auch Opfer abverlangen würde. Erst 2 Jahre später folgt sie ihm nach Dänemark und wird die erste bürgerliche Kronprinzessin im dänischen Königshaus.
die Braut aus dem Bürgertum scheint kein Problem mehr zu sein. Also das, was vor 50 Jahren noch zu einem absoluten Aufschrei in der Adelswelt geführt hätte und was man als Missheirat verdammt hätte, funktioniert heute. Weil sich die neuen bürgerlichen Prinzessinnen auf ihre royalen Aufgaben professionell vorbereiten, auch wenn es manchmal noch etwas hakt. Dänisch für Anfänger. Oh, hvis jeg snakker med nogen fra Danmark, taler jeg altså fuld i dansk. Ja, det er klart. We read the newspapers. Wir lesen Zeitungen, Geschichtsbücher, Bücher über die königliche Familie, informieren uns über Dinge, die wichtig sind für Dänemarks Geschichte. Es ist ein sehr dynamischer Lernprozess. Way of learning as well. Dansk har en særlig Doch Sprachbeherrschung allein reicht nicht. Das Volk muss gewonnen werden. Ich war anfangs sehr im Zweifel, ob sie das schaffen würde. Wir alle hatten sie in diesen Klamotten gesehen, die absolut nicht königlich waren. Doch dann kam die Verlobung. Von diesem Tag an, um 3:45, als sie auf den Balkon trat, war sie die Kronprinzessin. Jedes Detail stimmte. It's hard to put words on. Ich kann kaum ausdrücken, wie ich mich auf dem Balkon gefühlt habe. In gewisser Weise war es, als sei ich gar nicht in meinem Körper. Diese Leute waren alle da, einzig und allein, um uns zu gratulieren. To congratulate us. Kein Zweifel, die Dänen sind verrückt nach Mary. Stilsicher absolviert die zukünftige Prinzessin erste öffentliche Termine, sehr zur Freude der dänischen Modeindustrie. Bis ihr genau das zum Verhängnis wird. Mary galt so ein bisschen als Luxuspüppchen, aber sie hat dann durch einzelne Aktionen versucht, dem so ein bisschen, das so ein bisschen auszugleichen. Dann gehört eben diese Aktion dazu, dass das Hofpresseamt die Paparazzi einen Tipp gegeben hat, kommt doch mal dann und dann zum Palasteingang und da werdet ihr was sehen. Und dann kam sie da raus und hat eine Mülltüte eigens rausgetragen. Also ein inszeniertes Schauspiel. Die Fotos gehen um die Welt. Gut für Marys Image. In einer eigenen Stiftung engagiert sich die Kronprinzessin für Kinder in Not und scheut dafür keine Mühen. Na, sie muss gleichzeitig so die Mutter der Nation spielen, aber auch die Mutter für die eigenen Kinder sein. Sie muss also ein enormes Vabon-Spiel durchhalten mit vielen Bällen in der Luft. Und manchmal fallen Bälle natürlich runter und Marys sind noch keine runtergefallen. Also das ist das Beeindruckende. Aus der bürgerlichen Mary ist eine perfekte Prinzessin geworden. Die Taufe ihrer Zwillinge setzt erneut ein Zeichen. Die Zukunft des dänischen Königshauses, sie ist gesichert. Unser nächster Fall. Eine Deutsche wird zur mächtigsten Frau ihrer Zeit. Moskau 1762. Eine deutsche Prinzessin besteigt den russischen Zarenthron. Für ihre Macht geht Katharina die Große über Leichen. Als Zarin führt sie Kriege und verhilft Russland zu nie dagewesener Größe. Sie ist sicher eine der entscheidenden Figuren in der russischen Geschichte. Und das nicht nur durch ihr ausschweifendes Privatleben, sondern auch dadurch, dass sie eben politisch und historisch einfach sehr viel an Russland verändert hat. Mit 14 wird die deutsche Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst an den russischen Hof geschickt. Eine Ehe mit Thronerbe Peter, dem Sohn von Zarin Elisabeth I., soll den preußischen Machteinfluss am Zarenhof sichern. Sophie gilt als nicht besonders schön, aber als extrem ehrgeizig. Sie weiß, wie wichtig es ist, eine günstige Verbindung einzugehen. Noch vor der Hochzeit im August 1745 tritt die Prinzessin zum russisch-orthodoxen Glauben über. Sophie erhält einen neuen Namen, Katharina, die Reine.
Sie kam ja aus der pommerischen Provinz und man hat ihr diesen kometenhaften Aufstieg überhaupt nicht zugetraut. Sie hat es ihrer Mutter zu verdanken, die immer zu Verwandten reiste und Heiratsprojekte schmiedete. Das war für sie natürlich in gewisser Weise die große Chance. Also sie musste gefallen. Doch Thronerbe Peter ist weder an der Herrschaft noch an seiner Ehefrau interessiert. Er gilt als infantil und trunksüchtig, hat eine Schwäche für das preußische Militär und kommandiert Spielzeugsoldaten. Seine Frau beschreibt die Ehe als desaströses Beziehungstrauma. Ich habe ein Leben geführt, bei dem 10 andere gestorben und 20 irrsinnig geworden wären. Sie flüchtet sich in unzählige Affären und umgibt sich mit ihren Liebhabern, den sogenannten Favoriten. Es heißt, sie habe ganze Legionen verführt. In Wahrheit genossen wohl 20 Männer zeitweilig ihre Gunst. Ein Spiel mit dem Feuer. Die haben versucht, immer sie politisch zu beeinflussen, aber sie war eine ziemlich starke Persönlichkeit. Also sie wusste genau, was sie wollte. Und die haben eigentlich am Ende nicht aus ihr herausholen können, was sie wollten. Und sie hat sie auch sehr schnell gewechselt. Also sie hatte ein großes Turnover. Das war einfach ihre Natur wahrscheinlich, dieses Lebenshungrige. Katharina sehnt sich nach Liebe und nach Macht. Sie und ihr Ehemann werden zu Rivalen um den Thron. Katharina gilt als klug und belesen. Sie ist eine glühende Anhängerin der Aufklärung in Europa. Mit dem Philosophen Voltaire korrespondiert sie über 15 Jahre lang. Nach 9 Jahren Ehe im Oktober 1754 bringt Katharina endlich den ersehnten männlichen Thronfolger Paul zur Welt. Ob Peter wirklich der Vater ist, scheint äußerst fraglich. Doch der Schein muss gewahrt bleiben. Offiziell liegt alle Macht weiterhin bei Katharinas Ehemann. Man hat gedacht, gut, sie hat keinen Einfluss auf ihren Mann, sie hat keinen Einfluss auf die Zaren, sie ist unwichtig, mit der muss man sich nicht abgeben. Aber sie hat unheimliche Geduld gezeigt. Sie hat gezeigt, dass sie also ein fantastisches Timing hat, dass sie warten kann. Warten auf den Tod der Zarin. Im Winter 1762 stirbt Elisabeth. Ihr Sohn folgt ihr als Peter III. Auf den Thron. Doch der neue Herrscher beweist wenig diplomatisches Geschick. Mit einem politischen Kurswechsel bringt er den Hof gegen sich auf. Der neue Zar sieht seine Macht bedroht von der eigenen Ehefrau. Die Gunst von Hofstaat und Armee hat sie sich längst erspielt. Nicht zuletzt mit leidenschaftlichen Affären. Zar Peter droht ihr mit der Verbannung ins Kloster. Doch Katharina kommt ihm zuvor. Sie putscht. Später rechtfertigt sie sich. Die Frage war, entweder durch ihn unterzugehen oder aber mich, meine Kinder und den Staat zu bewahren. Am 9. Juli 1762 lässt sie sich zur Zarin ausrufen und ihren Mann verhaften. Er wird die Gefangenschaft nicht überleben. Bis heute ist ungeklärt, was die Zarin vom Mord an ihrem Mann wusste. Oder ob sie ihn sogar selbst befohlen hat. Vierunddreißig Jahre herrscht Katharina über Russland. Noch zu Lebzeiten erhält sie den Beinamen die Große. Ihre militärischen Erfolge sichern Russlands Machtposition in Europa. Der Prunk der Paläste kann über das Elend des Volkes nicht hinwegtäuschen. Die meisten Bauern fristen auch weiterhin ein Leben in bitterer Armut. Und doch geht diese Prinzessin als wohl erfolgreichste russische Herrscherin und als eine der emanzipiertesten Frauen ihrer Zeit in die Geschichte ein. Unsere nächste Prinzessin. Die Krönung einer Liebe.
keine Kuppelei der Königshäuser. Letizia, Prinzessin von Spanien. Eine Frau aus dem Volk. Sie hat den bekommen, den alle wollten. Doch die frühere Fernsehjournalistin, so scheint es, ist bei Hof im falschen Film. Letizia hat einen Nachteil. Sie ist sehr klug und das ist in diesem Job eher ein Handicap. Oviedo, die Hauptstadt von Asturien im Norden von Spanien. Letizia wird 1972 geboren als älteste von drei Schwestern. Ein quirliges und zappeliges Kind, das Eltern und Großeltern auf Trab hält. Die Chefin wird sie von ihren Schwestern genannt. Letizia kann kommandieren und beschützen. Jeden Samstag legt sie im lokalen Radiosender ihre Lieblingsplatten auf und schnattert ungehemmt über die Frequenzen. Y bueno, ya nos despedimos del columpio, que seguirá el sábado que viene. Nosotras nos decimos adiós hasta la semana que viene a las 12 y media. Adiós. Es ist der Start einer steilen Karriere. Letizia Ortiz beginnt in Madrid beim Fernsehen, reist als Reporterin in Krisen- und Kriegsgebiete und moderiert mit 30 Jahren die Hauptnachrichten des spanischen Fernsehens. Selten kam Ehrgeiz so charmant daher. Auch Kronprinz Felipe wird auf die schöne Journalistin aufmerksam. Nach einigen Amouren und Affären scheint er sich nun sicher. Die oder keine. Und das, obwohl Letizia geschieden ist. Für das katholische Königshaus ein echtes Problem. Ein wochenlanges Versteckspiel beginnt. Beim Redaktionsbesuch des Thronfolgers im Frühjahr 2003 begrüßen die Verliebten einander wie Fremde. Ende Oktober kursiert das Gerücht, der Prinz habe etwas mit einer Journalistin. Letizia weiht ihren Chef ein. Ich fragte, was für eine Beziehung habt ihr? Sie antwortete, wir werden heiraten. Da habe ich nur gesagt, ich hoffe, du weißt, was du da tust. Am 6. November 2003 beginnt das zweite Leben der Letizia Ortiz. Stolz präsentiert sie der Presse ihren Verlobungsring. Und die Nörgler bei Hof finden gleich ein schweres Manko. Letizia sei viel zu selbstbewusst. Lass mich doch mal ausreden. Mit ihrem Traummann hat sich Letizia auch für die Krone entschieden. Das bekommt sie schnell zu spüren. Karriere und Selbstverwirklichung nicht im Königshaus. Sie hat gesagt, ich will hier weiterarbeiten und von dem Geld leben, das ich verdiene, egal auf welchem Posten. Aber kurz darauf gab es ein zweites Treffen, diesmal mit Vertretern des Königshauses. Und da hat sie einsehen müssen, dass das nicht geht. Letizia verschwindet für Monate hinter den Palastmauern. Die Lehrstunden über das uralte spanische Hofprotokoll sind ein Albtraum für die angehende Prinzessin. Bei der Hochzeit im Mai 2004 agiert sie schon comme il faut. ...350 Gäste sind erschienen. Jeden Namen und Titel hat Letizia gepaukt. Ihr Entree in feinste Kreise meistert sie vortrefflich. Doch von jetzt an heißt es Paraden statt Partys, Schweigen statt Schwatzen und dann noch dauernd stillstehen als Maskottchen der Monarchie. Das Stadtkind Letizia lebt nun draußen auf dem Land bei ihren Schwiegereltern, abgeschirmt. Nur einmal dürfen Kameras hinein, da haben sie und Felipe schon zwei Kinder. Letizia tut sich schwer mit dem Leben zwischen Krone, Knicks und Kameras. Die Paparazzi versuchen penetrant, Makel der Prinzessin aus dem Volk zu finden. Die Taille zu zerbrechlich, die Fesseln zu dünn. 44 Kilo bei 1,69 Meter, zu leicht für ein so schweres Amt. Die Tatsache, dass Letizia immer dünner geworden ist, kann man so interpretieren, dass sie zumindest ihren Körper kontrollieren will, wenn sie sonst schon keine Kontrolle hat, sondern sich komplett dem Hofprotokoll anpassen muss. Von den zwei Gesichtern der Letizia ist die Rede. Oft sei sie ausdruckslos und traurig. Eine zweite Diana beschwören einige Gazetten. Gefangen im goldenen Käfig der Monarchie. Dann strahlt sie wieder und nimmt das Volk für sich ein.
Letizia mangele es mittlerweile an Selbstwertgefühl, Unken böswillige. Eine Veränderung soll helfen. Bei einem Pressetermin im August 2008 bewegt die Reporter nur eine Frage. Ist Letizias Nase frisch operiert? Und ist nicht auch das Kinn kürzer? Die neue Nase scheint zu helfen. Beim Besuch in ihrer Heimat im Oktober 2008 hat Letizia zugelegt an Ansehen und Gewicht. Sie scheint sich arrangiert zu haben mit ihrem Leben für die Krone. Da erschüttert eine Skandalbiografie die Spanier und die Presse bläst zum Halali. Letizia soll vor ihrem Eintritt in die royale Familie ein bisher ungeahnt wildes Studentenleben in Mexiko geführt haben. Zu ausgelassen für eine zukünftige Königin. Bei Hof versucht man deshalb mit aller Macht, die angeblichen Eskapaden der Prinzessin zu verschweigen. Und Letizia? Sie hat den Umgang mit kritischen Stimmen gelernt und Frieden mit sich geschlossen. Auch wenn die Sensationsgeschichten vielleicht am Image kratzen, die Kronprinzessin bringen sie aber nicht zu Fall. Unsere nächste Geschichte. Eine Prinzessin aus dem Morgenland verzaubert raubbeinige Germanen. Rom, die ewige Stadt. Dort, wo heute der Vatikan steht, fand vor über 1000 Jahren eine Jahrhunderthochzeit statt. Theophanu, die Nichte des Kaisers von Konstantinopel, heiratet Otto, den Kaisersohn aus deutschen Landen. 12 Jahre ist die kleine Theophanu, ihr Gemahl 17. Schon ein Jahr später wird er selber als Kaiser herrschen. Die kleine Braut macht Eindruck, auch wenn niemand ahnen kann, dass aus ihr eine der größten Herrscherinnen des Mittelalters wird. Sie war wirklich wie ein Geschöpf aus der anderen Welt. Sie war ja erst 12 oder 13, als sie verheiratet wurde. Sie war ein ganz junges Mädchen, das aber schon hochgebildet war und das diese Kultur mitbrachte. Also das war für die provinziellen Ottonen wirklich eine andere Welt. Eine prächtige Heiratsurkunde besiegelt die Traumhochzeit des Jahres 972 nach Christus. Die Ehe zwischen Otto und Theophanu ist mehr als eine dynastische Verbindung. Sie ist eine historische Zäsur. Das junge sächsisch-fränkische Großreich im Westen, das gerade erst Rom und die Kaiserwürde erobert hat, erhält die Anerkennung des alten oströmischen Kaiserreiches. Den Preis dafür zahlt die junge Prinzessin. Die 12-Jährige muss einen wildfremden Mann heiraten. Ein Fall für die Traumaforschung? Traumatische Symptome entstehen erst dann, wenn das eigene Erleben, die eigene Welt nicht kompatibel ist mit den Vorstellungen, die man mitbringt. Bei der kleinen Prinzessin war es so, dass sie nichts anderes kannte. Von Anfang an genau mit dieser Art zu heiraten konditioniert wurde und sich deshalb auch keine Inkongruenz für sie ergeben hat. Die Ehe aus Staatsräson wird wider Erwarten glücklich. In der Heimat ihres Mannes, dem heutigen Deutschland, lernt Theophanu ein ganz neues Leben kennen. Hier wird noch aus dem Sattel regiert. Einen festen Regierungssitz wie Konstantinopel gibt es nicht. Mit einem fast 2000-köpfigen Gefolge zieht das Kaiserpaar von Ort zu Ort. Die junge Frau aus der fernen Großstadt erregt Aufsehen. Sie bringt mit sich Schätze von unvorstellbarem Wert. Darunter ein Bild des heiligen Nikolaus. Theophanu macht ihn in Deutschland bekannt. Für ihren Mann wird sie bald zur wichtigsten Stütze.
Und dann hat er natürlich sie auch noch zur Mitkaiserin ernannt. Und das ist etwas ganz Besonderes gewesen. Also das war ein außergewöhnlicher Titel, das hätte er nicht machen müssen. Und das spricht entweder dafür, dass das also wirklich die wahre Liebe war, oder dass er gesehen hat, die Frau ist intelligent, das gesteht ihr zu, sie ist meine Mitregentin. 11 Jahre lang sind Otto und Theophanu unzertrennlich. Dann der Schicksalsschlag. Otto stirbt in Rom am Fieber. Mit 23 ist Theophanu Witwe. Ihr einziger Sohn, der Thronfolger, ist erst 3. Das ruft Ehrgeizig auf den Plan. Im sächsischen Quedlinburg versammelt Herzog Heinrich von Bayern, ein Verwandter des verstorbenen Kaisers, die Großen des Reiches. Heinrich beansprucht den Thron für sich, anstelle des minderjährigen Kaisersohnes. Zwischen ihm und der Macht steht nur noch eine Frau. Das ist natürlich die schrecklichste Situation, in der sie sich befinden konnte. Ihr Mann ist tot und ihr 3-jähriger Sohn ist natürlich noch nicht regierungsfähig. Und dann kommt dieser Heinrich der Zänker oder Herzog von Bayern, wie auch bezeichnet wird, und will ihr alles wegnehmen. Und der Sohn ist natürlich ihr Ticket zur Macht. Er ist ihr Garant für den Status. Ohne ihn ist sie nichts. Wenn ihr Sohn weg ist, kann sie nur noch ins Kloster gehen. Beim Hoftag von Rara, dem heutigen Rohr bei Meiningen, treffen die Kontrahenten aufeinander. Heinrich gegen Theophanu. Das Unwahrscheinliche geschieht. Die Frau aus der Fremde übertrumpft den Mann aus Bayern. Erklärungsversuche. Das hat mit ihrer Persönlichkeit zu tun, dass sie einfach wirklich Eindruck machte und dass sie überzeugend war in ihrem Auftreten, dass man wusste, sie würde also nicht zusammenbrechen, sie würde das durchziehen können. Und natürlich einfach die Konstellation war ideal für sie, weil eben dieser Heinrich der Zänker ein so unbeliebter Kerl war und man sagt ja so, den lieber nicht, also nehmen wir lieber die Frau. Herzog Heinrich muss seine Ambitionen begraben und Theophanus Sohn Gefolgschaft schwören. Deine Feinde sind meine Feinde, deine Freunde sind meine Freunde. Doch die Macht liegt bei der Kaiserin. 7 Jahre lang regiert Theophanu für ihren Sohn. Dann stirbt sie, nur 35 Jahre alt. Ihre Herrschaft bleibt in Erinnerung als eine Zeit der Blüte. Unser nächster Fall. Wie ein Märchen aus 1001 Nacht. Der Königssohn und die Schöne aus dem Volk. Rania von Jordanien, Königin, Kämpferin, Stilikone. Keine First Lady der arabischen Welt ist so begehrt wie sie. It is our pleasure and honor to welcome Her Majesty, Queen Rania of Jordan. 2010 stellt sich Königin Rania den Fragen der Talkshow-Queen Barbara Walters im amerikanischen Fernsehen. Sie sagten, Sie selbst sehen sich nicht als Königin. Mit der Zeit habe ich mich natürlich an meine Position gewöhnt. Aber ich wache jeden Tag auf und denke, dass ich mir diesen Titel verdienen muss. Allein der Titel berechtigt mich zu gar nichts. Doch der Titel verpflichtet. Rania und Abdullah, die Untertanin palästinensischer Abstammung und der jordanische König. Eine geschickte Allianz in dem gespaltenen Land, wo es die alteingesessenen Jordanier und die Zuwanderer aus Palästina zu vereinen gilt. Ein modernes Monarchenpaar auf dem jordanischen Thron. Seit 1999 herrscht König Abdullah II. Über den Wüstenstaat. 4 Kinder schenkt Rania dem König. Ehefrau, Mutter, Landesmutter.
Ein Spagat zwischen Familie und Vaterland. Kein Problem für die studierte Betriebswirtin. Sie ist eine sehr moderne Frau in einem äußerst konservativen Land. Sie ist im Westen, geht sie als Medienstar und ist gern gesehener Gast in New York und in CNN-Talkshows. Im eigenen Land gilt sie als jemand, der zu offensiv mit seiner politischen Meinung umgeht, der sich zu sehr vielen zeitgeschichtlichen und politischen Fragen sehr weit aus dem Fenster lehnt. Königin Rania hat sich die Belange von Frauen und Kindern auf die Fahnen geschrieben. Und das in einer Männergesellschaft. Sie engagiert sich für die Bildung der Jugend und unterstützt Frauen bei der Existenzgründung. Statt Kopftuch trägt sie Designermode. Und erhebt ihre Stimme für Gleichberechtigung und Emanzipation in der arabischen Welt. Wir müssen offen über die Themen Gewalt gegen Frauen in der Familie und Missbrauch von Kindern sprechen. Öl auf die Mühlen der Konservativen im Land. Spricht so eine Königin? Frühjahr 2011. Nordafrika und der Nahe Osten in Aufruhr. Auch in Jordanien protestieren die Menschen zu Tausenden für mehr Freiheit und Wohlstand. Der König reagiert sofort und entlässt die Regierung. Doch nicht einmal die Anhänger des Monarchen sind damit zu besänftigen. Erstmals üben Stammesführer Kritik am Königshaus. Rania gerät zwischen die politischen Fronten. Der Vorwurf: Verschwendungssucht auf Staatskosten. Sie ist ein sehr typisches Produkt der jordanischen Elite. Also sie ist eine Frau, die natürlich unheimliche Privilegien hatte, auch sie kommt ja aus einer reichen Familie. Und auch, dass sie sehr westlich ist, natürlich ist ein Problem. Denn genauso wie ihr Mann ist sie natürlich westlich erzogen worden. Dass sie einmal Königin wird, war bei ihrer Hochzeit mit Abdullah 1993 nicht abzusehen. Auf einer Dinnerparty lernt die Betriebswirtin den Sohn von König Hussein kennen. Laut Verfassung sollte Husseins Bruder, Abdullahs Onkel, als nächster den Thron besteigen. Dann der Schock. König Hussein hat Krebs. Im Januar 1999 kehrt der todkranke König von einer Behandlung aus den USA zurück. Er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Die Zukunft seines Landes will er in guten Händen wissen. In denen seines Sohnes Abdullah. Zwei Wochen später trauert das Land um den beliebten König. Noch am selben Tag tritt Abdullah die Nachfolge seines Vaters an. Nach 46 Jahren Regentschaft übernimmt er ein historisches Erbe. Für Jordanien der Beginn einer neuen Ära. Die Fahrt zu den Krönungsfeierlichkeiten gleicht einem Triumphzug. Mit nur 28 Jahren macht Abdullah Rania zur jüngsten Königin der Welt. Kein leichtes Schicksal. Die Ehefrau ist jetzt entscheidend. Die Frau ist der Hingucker und man will wissen, was denkt sie, wen fördert sie, für was engagiert sie sich. Sie ist die Vorbildfigur geworden. Dabei geht sie neue Wege. Sie nutzt das Internet, um ihre Botschaften in die Welt zu tragen. Über Facebook, Twitter und YouTube erreicht sie Millionen von Menschen. Das Magazin Forbes hat Rania in die Liste der 100 einflussreichsten Frauen der Welt aufgenommen. Königin Rania von Jordanien. Gefeierter Star oder fallender Stern? Eins steht fest: Für viele junge Menschen ist sie Hoffnungsträgerin.
Unser nächster Fall. Ein Leben im goldenen Käfig endet auf dem Schafott. Versailles. Verspielt, verschwenderisch. Luxuriös. Und mittendrin Marie-Antoinette. Die Königin von Frankreich ahnt nichts von den Nöten ihres Volkes. Vom Tanzparkett stolpert sie blindlings in die Fänge der Revolution. Was ist dran am Bild der vergnügungssüchtigen Pop-Prinzessin? Marie-Antoinette wächst bereits im goldenen Käfig auf. Maria Theresias 11. Tochter ist das Nesthäkchen im Hause Habsburg. Mit gerade mal 14 Jahren muss sie den französischen Thronfolger heiraten. Maria Theresia wollte eben dieses Bündnis mit Frankreich unbedingt haben. Und es war eine ganz klassische politische Heirat, die dann von Anfang an auch schief ging. Splitternackt überquert die Braut die Grenze zu ihrer neuen Heimat. An ihre alte soll sie keine Faser mehr binden. Der junge Dauphin ist vollkommen überfordert. Beide Eheleute sind nicht aufgeklärt. Im Bett des Paares geschieht zunächst rien, nichts. Ihre erotischen Probleme wachsen sich zu einer handfesten Staatsaffäre aus. Vor allem, als Ludwig König wird und die Thronfolge immer noch nicht gesichert ist. Um dem Albtraum Ehe zu entfliehen, stürzt sich die junge Königin ins Partyleben von Versailles. Dieses leichte Leben, das kannte sie von früher. Das war das Einzige, was sie mitnehmen konnte, was sie fortführen konnte. Dieses Prinzessinnenleben im Kokon. Ihre Liebe zur Extravaganz verschlingt Unsummen, während ihr Volk Hunger leidet. Die Gerüchteküche brodelt. Die Ausländerin, wie sie ihre Untertanen abfällig nennen, soll es mit der Treue nicht so ganz genau nehmen. Und ihre lang erwarteten Kinder nicht vom König stammen. Am Vorabend der Französischen Revolution ist es vor allem die Königin, die zur Zielscheibe von Hohn und Spott wird. Sie hat enormen Hass auf sich gezogen, wahrscheinlich weil sie es immer verpasst hat, irgendwie einen Konnex mit der Bevölkerung herzustellen. Sie hat einfach kein soziales Engagement bewiesen, sie hat sich nie interessiert für die durchschnittlichen Franzosen. Im Oktober 1789 holen Marie-Antoinette die Ereignisse ein. Unter dem Ruf, wir wollen Brot, stürmen Pariser Bürger das Schloss. Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Soll die Verhasste geantwortet haben, der Legende nach. Königin und König werden vom eigenen Volk eingesperrt. Doch Marie-Antoinette will die Krone nicht so schnell aufgeben. Vor den Revolutionären tut sie, als wäre sie geläutert. Als Österreich-Frankreich den Krieg erklärt, spioniert sie für ihre alte Heimat und verrät Stellungen der Revolutionäre. Ein gefährliches Doppelspiel. Doch den Siegeszug der Französischen Revolution können selbst Österreichs Armeen nicht mehr aufhalten. Das Volk rechnet mit der Monarchie ab. Der Verlust der Krone ist gleichzeitig Ludwigs Todesurteil.
Marie-Antoinettes Landesverrat kann nicht bewiesen werden. Doch nichts und niemand kann sie jetzt noch vor dem Zorn der Revolutionäre schützen. Sie hat so ziemlich alles verloren, was man verlieren kann. Man hat ihr die Kinder weggenommen, das war bestimmt das Schlimmste. Man hat ihr zum Schluss auch noch ein sexuelles Verhältnis mit ihrem eigenen Sohn unterstellt. Also man hat ihr so ziemlich alles unterstellt, was es an grauenhaften Vorwürfen gibt. In ihrem letzten Brief nimmt sie Abschied. Sie rechtfertigt weder ihre Taten, noch klagt sie ihre Richter an. Durch die Französische Revolution ist Marie-Antoinette erwachsen geworden, paradoxerweise. Bis dahin war sie eher das infantile Prinzesschen, das in ihrem königlichen Haus gespielt hat. Und erst durch die Realität des Todes, durch die Realität der Französischen Revolution, ist sie erstmals zur Königin herangereift. Zu spät. Das Märchen von Luxus, Schlössern und Juwelen endet für Marie-Antoinette in einem Albtraum. Für Frankreich beginnt eine neue Zeit unter gleichen Vorzeichen. Auf das soziale Ungleichgewicht der Monarchie folgt der Terror der Revolution. Was lernen wir aus diesen Fällen? Das Versprechen, bis der Tod uns scheidet, kann mitunter drastisch Wahrheit werden. Das zumindest droht dem neuen Prinzenpaar von London, Kate und William, eher wohl nicht. Vielleicht, wer weiß, gibt es im Hause Windsor ausnahmsweise eine richtig gute Ehe. Schön für Braut und Bräutigam, nicht ganz so schön für Boulevard und Paparazzi. Bleiben Sie uns treu.